Voreifelzeit wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. 19 Mal in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Voreifelzeit am Dienstagabend auf Center TV. Auch heute haben wir wieder viele spannende Themen für Sie vorbereitet und gleich zu Beginn knüpfen wir an die Sendung von letzter Woche an. Da haben wir Ihnen den Irish Folk Abend im Kutschenmuseum in Rheinbach vorgestellt. Heute wollen wir Ihnen die Kutschen mal näher bringen, die es da zu bestaunen gibt. Meine Kollegen Georg Diefossen und Horst Götze haben sich das für uns mal angeschaut. Das Kutschenmuseum ist eine weitere interessante Einrichtung, die zu einem Besuch nach Rheinbach einlädt. Hier haben das engagierte Paar Katharina Oldekopp und Hans-Georg Mostert nicht nur ein sehenswertes Schmuckkästchen alter Kutschen etabliert, sondern ihr gesamtes Anwesen zu einem attraktiven Kulturtreff gemacht. Kutschenmuseum, was ist das denn? Das Kutschenmuseum ist eigentlich entstanden aus einer privaten Sammlung, die mein Vater vor etwa 40 Jahren begonnen hat. Und ich führe das in zweiter Generation fort, also diese Sammelleidenschaft, alte Kutschen zusammenzutragen und zu restaurieren. Und daraus ist dann, wie Katharina schon sagte, das Coachhaus entstanden, also ein Ort der Kultur. Ja, das sieht eigentlich gar nicht aus wie eine Kutsche. Wo kommt das Teil her? Dieser Wagen ist eigentlich der einzige Typ, der in Irland hergestellt wurde, eine irische Jaunting Card, mit der also so um die Jahrhundertwende herum die ersten britischen Touristen übers Land gefahren wurden. Ein furchtbar unbequemer Wagen, also von einem Pferd gezogen und man sitzt seitlich auf den Bänken und wird also ganz gut durchgeschüttelt. Etwa 20 solcher Schätzchen sind hier zu bewundern, die man mit den heutigen Worten von Omnibus bis Rolls-Royce einordnen könnte. Ja, so das sieht schon mehr wie eine Kutsche aus. Wo kommt die denn jetzt her? Wir haben ja eine ganze Reihe Kutschen, die aus England, Frankreich, Übersee kommen. Das Schöne eigentlich an dem Wagen ist, dass er hier aus der Gegend kommt, von Burg Ringsheim, also ein wenige Kilometer von hier. Ein sogenannter Phaeton, ein sportlicher Viersitzer, wo man also keinen Kutscher hatte, sondern wo der Herr selber fuhr. Und man konnte dann entweder noch mit drei Gleichgesinnten zur Jagd fahren oder man konnte, wenn der Herr in die Stadt fuhr, konnte man die Rückenlehne abnehmen. Und hatte dann also hinten eine Dienerbank. Ja, und da ist er, der Rolls-Royce unter den Kutschen. Je m'attendrai, lese ich auf der Türe hier der Kutsche. Wo kommt sie her? Dieser Wagen ist ein Gala-Coupé aus Frankreich, aus Paris, um 1830 gebaut. Der Wahlspruch Je m'attendrai heißt so viel wie ich werde Bestand haben, werde bestehen. Das waren also die Wahlsprüche im Prinzip der Eigner, der Adligen, die wurden auf dem Wagenschlag angebracht, sodass die Bediensteten, die Leibeigenen immer sehen konnten, was im Prinzip angesagt war, was der Leitspruch des Landesherrn war. Also muss auf Rheinisch zu sagen, der Besitzer dieser Kutsche hatte richtig Geld an der Föß. So kann man das sagen, ja. Alles einsteigen, jetzt geht's ab nach Laramie. Ja, die Kutsche hier ist was für schlechte Tage, also was fürs Rheinland. Und die hat einen ganz besonderen Namen. Ja, das ist ein Omnibus, also der Vorläufer eigentlich der Auto-Omnibusse. Ein geschlossener Wagen, wo die Leute seitlich zunächst saßen und wo der Einstieg von hinten war. Und hier der Wagen kommt auch von weit her, ist aus Chicago, aus den USA und um die Jahrhundertwende gebaut. Und diese Typenwagen gehörten immer Hotels, die damit ihre Gäste am Bahnhof abholten und dergleichen. Und dann durch die Stadt fuhr. Und deshalb hat dieser Wagen auch so viele Scheiben rundherum, sodass die Leute auch gut sehen konnten, auch bei schlechtem Wetter. Und oben auf dem Dach konnte man dann auch noch Gepäck mitnehmen. Im hinteren Teil des Museums findet sich diese urige Kleinkunstkneipe, wo jeden ersten Freitag im Monat ein irischer Mitspielabend veranstaltet wird. Rheinbach und Irland, wie passt das denn zusammen?
Das passt sehr gut zusammen. Also Schuld ist eigentlich ein sehr guter Freund von mir, der Mario, der schon lange Jahre irische Musik macht. Und der hatte die Idee, hier im Kutschenmuseum eine Irish Folk Session zu initiieren und ist dann zum Hans-Georg gegangen. Ja, und am 8.8.2008 kam dann die erste Irish Folk Session zustande und da haben der Hans-Georg und ich uns kennengelernt und sind dann ein Paar geworden. Wenn man zwischen den Kutschen im Kutschenmuseum umherläuft, dann stößt man plötzlich auf ein kleines Möbel, ein Meisterstück von Herrn Mostert. Mein Meisterstück aus dem Jahr 2000 ist also ein kleiner Picknicktisch, den man zusammenklappen kann und in einer Kutsche verstauen kann, wie man das auch in der Biedermeierzeit hatte, dass also die Leute in die Parkanlagen fuhren zum Picknick und nahmen dann ihr Mobiliar mit. Und was stellen Sie für Möbel her? Die Möbel, die wir herstellen, sind ganz im Gegensatz zu den alten schnörkeligen Kutschen, also eher puristischer Natur. Wir machen sehr viele Hochglanzflächen und poppige, moderne Möbel im Wesentlichen. Sind das da Kundenaufträge? Kommen die Kunden mit irgendwelchen Vorstellungen? Haben Sie einen Katalog? Wie geht das? Nein, also wie eigentlich jeder Schreiner, wir stellen die Möbel auf Kundenwunsch her. Das heißt, ein Kunde kommt mit einem Anliegen zu uns und sagt, ich möchte einen Einbauschrank haben, ich möchte einen Tisch haben, eine Küche oder dergleichen oder einen Fußboden. Und wir fertigen diese Sachen dann speziell für den Kunden. Ja, dann kommen Sie doch einfach mal vorbei. Ganz genau, das Kutschenmuseum in Rheinbach ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Und auch sonst gibt es noch sehr viel zu sehen und zu entdecken in der Voreifel. Am kommenden Wochenende zum Beispiel. Und das sehen Sie jetzt hier in unseren Veranstaltungstipps. Der Arbeitskreis Rheinbeck-Rheinbach lädt Mittwoch, 20.03.2013 zum 51. Amerika-Konzert in das Stadttheater Königsberger Straße ein. Beginn 19 Uhr. Die 21. Blankenheimer Oldie-Nacht findet Samstag, 23.03.2013 um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Dollendorf statt. Federführend ist der Kiwanis Club Nordeifel. Sonntag, 24.03.2013 gibt es um 14.30 Uhr speziell für Kinder eine Führung durch die Tuchfabrik Müller in Euskirchen-Kuchenheim. Der Ort Wachtberg ist vielleicht bekannt für seine Wasserburgen oder für die dort ansässigen Fraunhofer-Institute. Dass dort aber rund 2000 Pferde leben, das hätte wohl kaum einer gedacht. Mein Kollege Detlef Wagner hat sich zwischen den Vierbeinern mal umgeschaut. Die Gemeinde Wachtberg gilt seit längerem als Paradies für Pferde. Auf ca. 20.000 Einwohner kommen fast 2.000 Pferde. Dementsprechend haben sich viele Reitbetriebe und Gestüte hier angesiedelt. Einer der bekanntesten ist das Gut Broichhof auf dem Rodderberg, dessen Gründer uns verrät: Wir Rodderberge sind natürlich Vielseitigkeitsreiter, das ist vom Gelände her gegeben. Wir haben hier ca. 60 Hektar Wiesen und Wald, was wir dauernd bereiten können. Der Reitsport wurde bis vor kurzem noch durch internationale Turniere hier repräsentiert, aber das Vielseitigkeitsturnier lief bis 2010. Im Moment ist etwas ruhig geworden. Wir machen im Herbst ein kleines Vielseitigkeitsturnier auf Kreismeisterschaftsebene. Wir haben das gemacht über deutsche Meisterschaften, über Europameisterschaften. Wir haben Weltcup hier oben gehabt am Rodderberg. Alle Sichtungen seit Barcelona für Olympiaden gehen über Rodderberg. Muss dazu sagen, auch dass Aachen uns da so ein bisschen was weggenommen hat bei der Weltmeisterschaft. Und in einem Umkreis sagen wir, von 70 Kilometern zwei so große, hochkarätige internationale Veranstaltungen zu machen, das ist einfach schwierig. Und was tut die Gemeinde Wachtberg für Sie? Die ebnen zumindest schon mal alles, was Behördengänge angeht. Ja, dann haben wir einen guten Ansprechpartner in der Gemeinde Wachtberg. Der Bürgermeister, der Beigeordnete und das ganze Team tut sehr viel dafür. Wenn wir Fragen haben, unterstützen das. Ja, und wo so viele Pferde leben, da braucht es auch die entsprechende medizinische Versorgung, die Tierarzt Carsten Rode mit seiner Pferdeklinik und seinen vielen Mitarbeitern aufgebaut hat. Ja, also einmal herzlich willkommen hier in der Pferdeklinik am Kottenforst in Wachtberg, mittlerweile pferdefreundliche Gemeinde. Das ist schon mal ein Grund, hier in der Gemeinde tätig zu sein. Es gibt hier viele Pferde. Traditionell gab es auch in der Vergangenheit hier eine Pferdeklinik, die auch weit über sozusagen die Grenzen des Rhein-Sieg-Kreises hinaus bekannt war. Und das Zweite ist, das ist hier meine direkte Heimat, in der ich aufgewachsen bin und hier eben auch sehr verwurzelt bin, viele Pferdebesitzer kenne und somit letztendlich mein Wissen und mein Know-how hier anbiete.
Und wer sind Ihre Patienten? Wir haben ein sehr breites Spektrum an Patienten. Das reicht vom 35 Jahre alten Mini-Shetland-Pony bis hin zum, sagen wir mal, Olympia-Topsportler. Und insofern macht es auch unseren Beruf interessant, weil wir letztendlich alle möglichen Erkrankungen und Probleme beim Pferd hier vorgestellt bekommen und versuchen zu behandeln. Ja, also einmal haben wir ein Team von insgesamt 5 Ärzten, sodass wir auch rund um die Uhr 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche für Notfälle zur Verfügung stehen können und das auch machen. Wir operieren im Jahr ungefähr 120 Pferde an Kolik. Also das ist allein schon ein sehr großes Volumen. Und dann haben wir insgesamt 7 nicht-tierärztliche Mitarbeiter, zusätzlich dann noch Personal für Stall und Büro. Rode hat alle Hände voll zu tun, um sich um jeden Patienten kümmern zu können. Als Pferd fühlt man sich halt wie in einer Wachtberger Charité. Ja, hier im Stall haben wir insgesamt 21 Pferde untergebracht. Das reicht vom Pferd, das Kolik operiert ist, bis zu internistischen Patienten. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Wir haben einen Bereich, in dem die Kolikpatienten stehen und dann einen Bereich, in dem die Nicht-Kolikpatienten untergebracht sind. Vor allem Pferde, die orthopädische Probleme haben, die hier zu Operationen sind an ihren Gelenken oder Gliedmaßen und Sehnen. Und dann gibt es zusätzlich einen separaten Stalltrakt, in dem wir Pferde unterbringen, die eine Szintigraphie bekommen, also eine Untersuchung des Skeletts in der Hauptsache, die mit Radioaktivität durchgeführt wird. Und da sind besondere Voraussetzungen zu erfüllen. Die Pferde müssen für eine gewisse Zeit bei uns bleiben, bevor sie wieder an den Besitzer abgegeben werden dürfen und müssen in der Zeit eben im separaten Boxentrakt stehen. Wir ziehen Resümee. Wenn Pferd, dann am besten in Wachtberg. Ja, und wenn Fernsehzuschauer, dann doch am liebsten hier auf Center TV. Deswegen bleiben Sie dran. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, stellen Ihnen danach aber einen der schönsten Orte in der Voreifel vor. Erstklassige Ausbildung, anspruchsvoller, vielseitiger Beruf. Physiotherapeut. Karriere mit Zukunft. Mit staatlicher Prüfung, auch als Bachelor- und Masterstudiengang. Jetzt bewerben. Physiotherapieschule Rheinkolleg Meckenheim. Voreifelzeit wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. 19 Mal in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Willkommen zurück zum zweiten Teil der Voreifelzeit. Wie versprochen, schauen wir uns auch heute wieder einen der schönsten Plätze der Region an. Zuschauerin Tanja Wagner zeigt uns ihren Lieblingsort. Mein schönster Platz ist um Wachendorf bei Mechernich. Da ich Hobbyfotografin bin, finde ich hier immer sehr schöne Motive für meine Fotoserien. Thank you.
auch Sie, liebe Zuschauer, kennen bestimmt wundervolle Orte in der Region. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns die verraten würden, am besten auf unserer Homepage www.voreifel-zeit.de. Und genau das können Sie jetzt auch tun, denn wir sind schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß und schalten auch nächste Woche wieder ein. Für alle, die es bis dahin nicht ohne uns aushalten, Sie können uns auch auf der Homepage im Internet sehen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Voreifelzeit wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Köln. 19 Mal in den Regionen Rheinbach, Meckenheim und Bornheim. Wenn's um Geld geht, Sparkasse.